Servus zusammen. Nachdem ich letzte Woche die Lumintop Tool AA aufgrund ihrer einfachen Art ja sehr gelobt habe, schauen wir uns heute mal den Nachfolger an. Die Lumintop EDC 05. Auch die Lampe ist wieder super schön verarbeitet, da gibt es absolut nichts zu sagen. Die Gewinde sind ordentlich geschmiert, ordentlich geschnitten, es gibt keine Metallspäne. Die Feder hinten ist sehr robust und doppelt verarbeitet. Zusätzlich gibt es in der Tailcap noch einen Magneten und am vorderen Ende geht es direkt auf den Treiberkontakt. Der Lieferumfang ist bei der EDC 05 relativ übersichtlich aufgebaut. Sollte man aber die vollen 800 Lumen ausschöpfen wollen, die die Lampe zu bieten hat, braucht man auch bei dieser wieder einen 14500 Lithium-Ionen-Akku. Ansonsten gibt es hier zum Glück diesmal einen orangenen Lanyard, der deutlich schöner ausschaut als der pinke beim letzten Mal. Zwei Ersatz-O-Ringe und diesen schwarz, laut Anleitung Titan beschichteten Clip mit dazu. Dieser ist leider schon vormontiert. Ich mag meine Lampen ehrlich gesagt lieber ohne Clip. Ich weiß nicht, ob man es im Video vernünftig sieht. Es hat hier doch leichte, möchte ich sagen, Schrammen, aber zumindest doch Streifen in der Anodisierung hinterlassen, als man den Clip abgemacht hat. Die Funktionen der Lampe sind grundsätzlich sehr simpel. Ein kurzer Klick schaltet die Lampe auf Low ein. Mit weiteren kurzen Klicks kann ich mich durch die einzelnen Stufen arbeiten. Mit einem langen Klick schalte ich die Lampe aus. Alternativ dazu kann ich mit einem langen Klick die Lampe direkt in die letztgenutzte Stufe zurückschalten. Mit einem Doppelklick komme ich in die Blinkgruppen. Hier gibt es Strobe, SOS und ein Beacon blinken. Ein weiterer Doppelklick bringt mich zurück und ein langer Klick wieder aus. Vom Prinzip her wäre das eigentlich recht simpel. Man kann, wenn man einen Blick in die Bedienungsanleitung wirft, das Ganze allerdings auch etwas kompliziert gestalten. Und wenn man es ganz genau nehmen will, die Lampe hat noch ein verstecktes Programmiermenü. Hier wird es allerdings nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Daher werde ich euch, wenn ihr euch das Video auf YouTube anschaut, direkt unter dem Posting einen Link reinpacken von Banane aus dem Taschenlampenforum, der das Ganze recht schön beschrieben hat, und zwar von der Manka E11. Die Leute, die sich das Video auf Amazon gerade anschauen, ihr müsst leider selber danach googeln. Der Titel, wenn ihr danach googeln wollt, ist Manka E11 hat programmierbare Leuchtstufen. Und das Ganze findet ihr, wie gesagt, im Taschenlampenforum. So, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich versuche es immer etwas kürzer und knackiger zu machen und aufs Wesentliche zu beschränken. EDC 05, eine schöne kleine Lampe, liegt gut in der Hand, lässt sich gut bedienen. Allerdings habe ich ein Problem bei meiner festgestellt. Es ist mir des Öfteren, so wie zum Beispiel jetzt, schon passiert, dass er einfach nicht alle Klicks annimmt. Er klickt zwar immer recht schön, aber manchmal akzeptiert er eben einfach einen der Klicks nicht und ja, da muss man einfach nochmal klicken, was ich es nicht ganz so schön finde, weil dadurch die Lampe einfach etwas unzuverlässig wird. Wenn da die Firma Lumintop noch ein bisschen nachbessert, ist auch das eine wirklich schöne Lampe.